muss jetzt gerade erst mal überlegen, der wievielte ist denn heute? Der 15. Der 15., das ist hier ein wunderbar großes Paket, das ich heute öffnen darf. Von der liebenswerten Redaktion, die dem Jens und mir immer einen schönen Adventskalender basteln. Und hier ist schon wieder noch mal ein kleines Schmuckstückchen. Also ein, mal gucken, was hier drauf steht. So, ein Bus. Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird, wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, steigt Gott herab vom Licht und bringt das Licht. Und dann ist Weihnachten. Ein schöner Spruch. Der Coca-Cola-Werbetrust wahrscheinlich, oder? Und ich habe aber hier noch, ach, guck mal. Ist das süß? Kommt das wieder an den Baum? Ja, ne? Oder, ihr Lieben? Ja, sehr schön. Mal gucken. Ich glaube, das muss ich nach der Sendung an den Baum packen. Oder? Einen Knoten noch reinmachen. Mhm. Silvia, ich komme gleich zu dir. Ja, denn um schön. Schöne Sachen geht es ja mit dir auch, die du uns vorstellst. Moment. Genau. Das mache ich jetzt noch. Und auf dem Weg vom Baum bin ich auf dem Weg zu Hilli Hotan. Und es geht heute mit Hilli um Rauhnächte, wobei Hilli, du doch ein ganz, ganz weicher Mensch eigentlich bist. Ja. Und wir reden heute über eine Phase, die kommt in der nächsten Zeit, nämlich über die Phase der Rauhnächte. Und die klingen schon ein bisschen, als würde es Kälte geben, ja, und als wäre es eine taffe Zeit. Ja, das ist es auch. Also die Rauhnächte ist auf jeden Fall die Zeit zwischen den Jahren. Ja, ganz einfach gesagt. Und zwar speziell zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar. Ach, die gehen so lange? Die, ja, gehen so lange. Und zwar, man sagt 6 Nächte im alten Jahr, 6 Nächte im neuen Jahr. Und die Thomasnacht, die kam also noch dazu. Es sind also genau genommen 13 Nächte. Weil die Thomasnacht kam später. Und die Thomasnacht ist aber eine sehr wichtige Nacht, weil sie symbolisiert die Sonnenwende. Das heißt, es geht wieder aufwärts in der Natur. Also, und die Tage werden Gott sei Dank wieder länger. Länger. Genau. Und das ist, das haben natürlich die Leute sehr gerne. Und die Thomasnacht, die Heilige Nacht, Silvester und dann Heilige Drei Könige, das sind die allerwichtigsten der Rauhnächten von den 13. Also, und da sollten Sie wirklich, liebe Zuschauer, einige Rituale machen, über die wir dann nachher sprechen, im zweiten Teil. Die sind ganz intensiv und da geht es vor allem darum, eben für die Engel, also die sind da auch ganz stark eingebunden. Das Tor zum Unterbewusstsein ist ganz, ganz weit auf in dieser Zeit. Deswegen sagt man ja auch, man soll Wahrsagetechniken machen, man soll orakeln. Das sind zwei ganz wichtige Dinge, die also man heute auch noch macht. Die Umzüge, die man früher machte, um die bösen Geister zu vertreiben in der Zeit, hört man heute weniger. Ja, weil ich mit Rauhnächten immer irgendwie doch so düstere Gestalten, ja, verbinde, die, ja, durch die dunklen Gassen laufen, ja, so zottelige Wesen oder, ja, sonst irgendetwas. Ja, die Rauhnächte, das kommt, der Name kommt ja auch von Ruf. Und das heißt, Tierfell, Tiere überhaupt, weil in dieser Zeit hat der Mensch eine ganz enge Verbindung zu Tieren auch. Und zu Dämonen auch, ja. Aber man sagt eben, das ist auch die Zeit der Veränderung. Das Tor zum Unterbewusstsein ist ganz, ganz weit auf. Und eine alte Zeit wird abgeschlossen und eine neue beginnt. Mhm. Was auch ganz interessant ist, ist, glaube ich, dass viele, die aus Berlin kommen, aus, ja, Hamburg kommen, wahrscheinlich das allererste Mal über diese Rauhnächte hören. Ja. Im südlichen Teil Deutschlands bis Österreich, da, ja, ist das schon sehr bekannt. Ja, in den Alpenländern auf jeden Fall und auch bei uns in Deutschland, in den südlichen Ländern, da voran natürlich Bayern. Mhm. Da ist es sogar sehr bekannt, Bayerischer Wald. Überall da, wo der Winter sehr hart ist und da, wo auch ganz viel Landwirtschaft ist, wo man sehr viel mit Erde arbeitet, da ist es sehr bekannt. Mhm. Hat es was mit der, ja, deswegen auch die rauen Nächte, mit dem rauen Klima natürlich auch zu tun? Und hat aber auch was damit zu tun, dass wir in dieser Umbruchstimmung sind, das, ja, heißt, das neue Jahr einläuten? Das Alte geht, das Neue kommt. Und Rauhnächte, das Wort an sich, wie gesagt, kommt auch von Rauch. Es wird auch sehr viel geräuchert, um die Dämonen zu vertreiben. Also das macht man mit einer Räucherpfanne. Da kommen ganz viel Kräuter rein und Myrrhe und Gewürze. Und da geht man eben mit durchs Haus und will eben die Dämonen vertreiben. Dann hat
hat aber, die Rauhnächte haben dann gar keinen christlichen Einfluss. Du sagst gerade, es gibt so ein paar Tage, die zwar sehr, sehr kräftig dann wirken. Ja. Das heißt, es ist Weihnachten, es ist Heilig Dreikönig, was natürlich ein christlicher Brauch ist, aber spielt eine andere Rolle. Es ist so, das ist eigentlich ganz genau genommen ein heidnischer Brauch. Ja? Und, aber man hat es dann mit der Zeit bemändelt. Also ein typisches Beispiel sind die Glöckelnächte. Ja? Und da ist es so, Glöckel kommt von Glocken. Und an Weihnachten ist insbesondere laut den Rauhnächten eine ganz intensive Zeit eben auch für Hexen, für Dämonen, für alles. Und deswegen sagt die Saga der Rauhnächte, da hat man ununterbrochen, und das ist wieder ein christlicher Wert, die Glocken geläutet. Und wenn man heute mal guckt, es ist ja am Heiligabend, also bei mir da, wo ich lebe, in Südhessen, also da geht es mittags um 14 Uhr los und die Glocken läuten andauernd irgendwo immer. Und das hat man da übernommen. Und genauso an Silvester, also dieses ganze Orakeln und Bleigießen, ja, Das haben wir alles übernommen. Also man hat es ein bisschen so bemäntelt mit christlichen Werten und Dingen. Aber ganz schön, also dieser Silvesterbrauchtum des Bleigießens ist eigentlich dann auch wirklich von den oder durch die Rauhnächte entstanden. Aber es ist nicht das Einzige, wo man das Orakel befragen sollte in dieser Zeit. Was es für Orakel-Sachen gibt und vor allem, welche Bräuche man wirklich noch mal gut durchziehen kann in dieser Zeit, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Ratschläge hat Heliot dann auch mitgebracht, denn es geht um die Rauhnächte ab dem 21. geht's los, da werden die Tage wieder länger und es ist eine Zeit, meine liebe Hilli, wo du schon gesagt hast, eine Zeit zum Orakeln. Auch Susanne hat gesagt, ja, man könnte jeden Tag ein Orakel machen in dieser Zeit. Ne? Und vor allem, also Orakel und Rituale. Und einige Rituale, liebe Zuschauer, die habe ich jetzt einfach mal hier mitgebracht. Das sind ganz viele und ich schau mal, ich lese Ihnen mal vor. Guck mal, Hilli Roth mit Brille. Ja, so, also in den Rauhnächten fehlende Knöpfe. Fehlen Knöpfe an einem Kleidungsstück, werden sie nicht rechtzeitig ersetzt, deutet das auf jeden Fall auf einen Geldverlust hin. Also gucken Sie in den Rauhnächten, dass überall an Ihren Kleidungsstücken die Knöpfe sind. Oder die Kleidung dann nicht anziehen, wo es Knöpfe fehlen, oder? Wo die Knöpfe fehlen, genau. Heilkräuter haben ganz große Wirkung. Also Sie können viel Tee trinken in dieser Zeit oder auch räuchern, wenn Sie das machen. Also alles, was mit Räuchern zu tun hat. Dann Besen binden. Sollten in den Rauhnächten Besen gebunden werden, kann man böse Geister damit aus den Häusern fegen. Wer das noch macht, in den alpenländischen Regionen kommt es ja noch vor. Spielverbot. In den Tagen ist es nicht erlaubt, in den Rauhnächten in eine Spielbank zu gehen. Also das bringt Geldverlust. Nur in der Zeit der Rauhnächte. Nachher könnt ihr wieder gehen. Dann keine Wäsche im Freien lüften. Wer Bettzeug und Wäsche im Freien lüftet, hat mit Krankheiten zu rechnen. Also machen Sie das in den Rauhnächten nicht. Also nur in den Rauhnächten. Geliehenes soll wieder an Ort und Stelle gebracht werden. Auch ganz wichtig. Hat wieder was mit der Ordnung zu tun, was Susanne vorhin angesprochen hat. Ja. Mhm. Dann Traumerfüllung. Träume, die man in dieser Zeit lebt, gehen in Erfüllung. Ganz wichtig. Und da möchte ich noch jetzt mal ein ganz wichtiges Thema erwähnen. Die Seelen, die toten Seelen, also wer von Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, Verstorbene hat, auch wenn das schon Jahre her ist, man sagt, die Seelen kommen in dieser Zeit wieder zu Ihnen zurück und bleiben zu Besuch bis zum 6. Januar. Und auch da kann man, sag ich mal, orakeln oder einfach eine sehr gute, meine Kollegin, die Gitti Tack, die macht ja Jenseitskontakte und das ist in dieser Zeit ganz hervorragend geeignet, weil das Tor ist einfach ganz weit auf. Also das werden Sie auch merken. Also die Verstorbenen werden auch in Ihren Träumen erscheinen. Oder eben, wenn Sie jemand anrufen, ein Medium, die eben Jenseitskontakte hat, in dieser Zeit hervorragend. So, dann ein fruchtbares Jahr. Viele Eisblumen an den Fenstern.
deuten auf jeden Fall auf ein erfolgreiches Geldjahr hin. Also wer viele Eisblumen an den Fenstern hat, achten Sie da mal drauf. Das ist so ärgerlich, dass es so mild ist. Wir haben alle keine Eisblumen in diesem Jahr an den Fenstern. Aber kommt ja vielleicht auch noch, ja, muss man ja auch sagen. Türe leise schließen, ganz wichtig. Das gefällt mir besonders gut. Ja, keine Türen knallen, denn ansonsten müssen Sie im neuen Jahr mit ganz viel Ungemach rechnen, was mit Nachbarn oder so angeht. Also da kriegt man dann ganz viele Streitigkeiten einfach. Also die Türe leise schließen. So, das sind so Rituale und jetzt möchte ich Ihnen noch 3, 4 Dinge aufzählen hier, die Sie auch machen können, Orakeln. Also, besonders in der Thomasnacht, das ist eine Nacht, wo Sie sehr für Liebe und Familie, das ist sehr für Familie. Wann ist die denn genau, die Thomasnacht? Am 21. Die ist am 21. Okay. Also, folgendes Ritual. Sie nehmen 5 Zettel. Also schreiben, wenn es um die Liebe geht, also dass Sie einen Mann haben möchten, einen Partner, schreiben 2 Zettel Namen drauf, wenn Sie jemanden wissen, also den sogenannten Herzensmann oder auch noch jemand anders. 2 mit Namen und 3 ohne Namen. Die legen Sie über Nacht unter Ihr Kopfkissen, Sie schlafen. Am nächsten Morgen nehmen Sie die Zettel, ohne, Sie haben die ja also zusammengelegt. Sie sehen nicht, ob die leer oder beschrieben sind. Sie ziehen einen Zettel also am 22. Wenn der Zettel leer ist, ist Ihr neuer Mann oder Ihr Partner unbekannt. Den kennen Sie noch nicht. Und die Sage besagt, dass Sie dann in der folgenden Nacht davon träumen werden. Ziehen Sie den Zettel mit dem Namen, dann werden Sie mit diesem Mann auch zusammenkommen. Ja, also 5 Zettel und ab mit unter die Kopfkissen. Einige leer lassen, ziehen Sie einen leeren Zettel, wo nicht der Name Ihres Herzensmanns drauf ist, ist es ein neuer Mann. Mhm. Aber der kommt auch. Und man träumt von ihm am nächsten Tag. Und man träumt von ihm in der nächsten Nacht, ja. So, Heiligabend. Der Heilige Abend ist der 24. auf dem 25. Da gibt es die Rituale besonders stark für Geld. Für Geld und Ruhm und Macht. Und hier sollte man, wenn man das hat, ein Münzorakel machen mit echten Münzen, den chinesischen, die gibt es ja auch viel zu kaufen. Mhm. Also das wäre da ganz wichtig. Da gehen diese Dinge in Erfüllung. Auch das normale Tarotkartenlegen oder Lenormand. Also Sie sollten sich das aber nicht selber machen, sondern zu jemandem gehen oder jemanden kommen lassen, weil das neutraler ist. Mhm. Und die letzte Nacht, die Silvesternacht, da, das ist natürlich sehr bekannt, da ist das Bleigießen. Ja, ganz bekannt. Das macht ja Figuren. Das kommt ganz klar von den Rauhnächten, mhm. Ja, dass man das heute noch macht. Das Schöne ist, dass es wirklich eine Zeit ist, diese stille Zeit, die wir nutzen können, um wirklich über uns Gedanken zu machen, ein bisschen zu orakeln, ein bisschen vielleicht auch Spiritualität zu erleben und zu erlernen. Ja, ne? Mhm. Auch zu erlernen, mhm. Weil man ist da, das Unterbewusstsein ist da ganz offen für solche Sachen. Also wer immer zweifelt, der wird in diesen Nächten merken, dass da halt doch was dran ist. Hilli, das war ein ganz großes Vergnügen, mit dir über die rauen Nächte gesprochen zu haben und vor allem jetzt sind wir ein Stückchen weiser geworden. Genau. Wenn es Ihnen an Weisheit noch ein klein wenig fehlen sollte, haben Sie die Chance, später sich die Weisheit von Hilli zu holen. Nämlich genau. Ab 11 Uhr bin ich auf Sendung, auf liebe Sendung. Zuschauer. Da können wir auch dann natürlich orakeln für Ihre Zukunft. Ich bin ab 11 Uhr für Sie da bis 17 Uhr, glaube ich. Und da können wir ganz viel orakeln zusammen mit meinen wunderschönen Lenormand-Karten. Hilli Hothan, ab 11 Uhr ist sie für Sie da. Ich freue mich, dass du heute bei uns gewesen bist. Jetzt können Sie sich wieder freuen, denn unser Partner ND24 hat ein kleines Geschenk für Sie, beziehungsweise einen wunderbaren Gutschein. Sie können nämlich einkaufen auf der Internetseite oder über die Internetseite von ND24 oder sich den kostenlosen Katalog holen. Und wenn Sie bei ND24 schon drauf sind, dann wissen Sie ja auch, bis zum 24. Dezember ist es der Spezialist in Sachen Beauty, nicht nur bis zum 24. Dezember, aber bis dahin sollten Sie sich vielleicht ein paar schöne Sachen geordert haben und Sie bekommen 20 Euro noch als Gutschein dazu geschickt, wenn Sie den Code LEICHTERLEBEN eingeben. Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Schatten und Licht. Toi, toi.
soll das gesagt haben. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Einstieg in die Woche. Wir freuen uns auf morgen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. In diesem Sinne danke an euch. Danke fürs Zugucken. Bis morgen. Haben Sie einen schönen Montag. Bis dahin. Tschüss und Servus. Die Reichtumsringe verbinden klassisches Feng Shui mit der Energie von Worten für deinen Reichtum und Erfolg. Jetzt online bestellen unter www.reichtumsringe.com.